Jetzt muss ich mal, ich will jetzt hoffen, dass das nächste, weil wir heute schon so schlüpfrig waren, dass das nächste Gespräch mit unserem nächsten Gast nicht zu schlüpfrig wird, weil es ist wie folgt. Also, es kommt eine junge Frau zu uns, die früher mal Bekanntheit erlangt hat als Pornodarstellerin, das aber seit langem nicht mehr macht, viele verschiedene Projekte gemacht hat. Und jetzt hat sie ein Restaurant aufgemacht, und zwar ein Nudelrestaurant. So, jetzt habe ich mir überlegt, wie kriege ich das hin, dass das nicht so schlüpfrig wird, wenn ich mit Dolly Buster über Nudeln rede. Dann haben wir überlegt, wir kochen einfach mal was und reden einfach mal darüber, wie es dazu kam. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Dolly Buster! So! Oh, hast du ja schon vorbereitet. Ja. Das letzte Mal, als du bei uns warst, hast du gemalt. Ganz genau. Du hast damals ein Bild von mir gemalt oder hast auch viele andere Bilder gemalt. Hast du die tatsächlich auch verkauft? Ein Teil davon? Fast alle, ja. Und damit wir nicht lüpfrig sind, da waren das keine Nudeln, da war es ein Pinsel. Genau, ja. Den hatte ich in der Hand, genau. Jetzt hast du eine, du hast ein Restaurant, also Kette kann man noch nicht sagen, du hast zwei. Zwei habe ich. Eins in Frankfurt, eins in Düsseldorf. Ganz genau. Ja, und es ist ein Nudelrestaurant, es heißt Basta Pasta. Ja, und ich habe mir gedacht, auf Basta, das reimt sich wesentlich appetitlicher, als wenn ich jetzt auf Sushi irgendwas reimen sollte. Basta Pasta, ja. Genau, oder vielleicht hier in Köln wird das noch laufen mit Wok, ja, aber das mache ich. Auf Sushi? Was reimt sich denn auf Sushi? Nicht besonders viel, wenn ich mich frage. So. Ja. Deswegen hast du eine Nudelkette aufgemacht. Ja. Und du kochst da aber nicht selber, oder? Nein, das mache ich nicht. Nein, aber du bist involviert in die Rezeptentwicklung? Ich habe ein paar Vorschläge von mir gegeben. Okay. Zum Beispiel, es gibt immer wieder aktuelle Saisonkarte. Das heißt, ich gebe Empfehlungen. Ja. Und dann auf der Hauptkarte gibt es in der Tat ein paar Gerichte, die von mir empfohlen wurden oder die ich selber auch immer esse. Ja, wie das genauer geht, wir kochen gleich hier ein bisschen was und dann erzählst du so ein bisschen dazu. Ja. Bitte bleiben Sie dran, meine Damen und Herren. Gleich nach der Werbung sind wir wieder zurück und kochen hier Nudeln mit Dolly Buster. Bleiben Sie dran. Die Heavy Tones mit Männer von Herbert Grönemeyer war es, glaube ich, oder? Bitte? Das war doch Männer von Herbert Grönemeyer. Das war doch Männer von Herbert Grönemeyer. Oder? Ja. Kleinen Moment mal. Das war doch Männer von Herbert Grönemeyer. Habt ihr ein Mikro? Pass auf, ich spiele einfach nochmal, ich singe. So. Test, Test, 1, 2. Ja, fangen wir mal an. Wir beweisen jetzt hier. Das sind Männer. Männer nehmen den Arm, Männer geben Geborgenheit. Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Oh, Männer sind einsame Streiter. Müssen durch jede Wand, müssen immer weiter. Wann ist der Mann? Ich muss doch wissen, was Männer ist und was nicht. Ich hab alle Herbert Grönemeyer-Platten. So, Dolly, hast du schon angefangen zu kochen? Die Nudeln schon gekocht? Ja, die Nudeln habe ich schon gekocht. Ach, hast du schon vorbereitet? Die habe ich schon vorbereitet, ja. Weil wir hier kein Wasser haben. Wie magst du die Nudeln am liebsten? Al dente? Al dente, ja. Ganz genau. Aber muss man immer probieren. Natürlich. Ja, muss man probieren. Ja, Vorsicht, die Nudeln nicht so lange drin lassen, sonst wird sie weich. Ja, das ist sehr gefährlich.
Ja, aber es ist ja egal, was ich sage, es ist falsch jetzt. Ganz genau. So. Du hast den Nudelladen aufgemacht, so, nicht ich. Richtig, du bist auf richtig. Die Idee gekommen. Und das ist, was ist das, so eine Art, ist das mehr so ein Nobel-Restaurant? Nee, ganz, eigentlich genau das Gegenteil. Also ja. Das ist ein Selbstbedienungs-Pasta-Lokal, okay. In dem man sich zuerst also anstellt praktisch. Man schaut sich an, was man essen möchte. Wir haben 75 Gerichte, dann bestellt man das, ja. Bezahlt auch und dann wird das gebracht an den Tag. Ah, okay, also günstig sozusagen. Sehr günstig, ja. Und läuft's? Läuft sehr gut. Also ja. Wir haben in Frankfurt, ist es ja so, dass weil sich die Leute ja anstellen müssen, haben wir da immer eine Schlange. Ja, also die Leute kommen, wenn ich arbeite. Also das ist ein guter Trick. Ja. Vielleicht am besten den Laden gar nicht aufmachen, hat man auch immer eine Schlange dabei. Ja. So, kennst du dich mit Nudeln, aber komm, ich lass sein. Ja. Was machen wir denn jetzt? Was gibt's denn heute? Ja, also ich habe mir vorbereitet ein Rezept oder eine Empfehlung von mir. Das heißt Penne Alabaster, das ist von meiner Speisekarte. Okay. Und bevor wir blöde Witze machen, okay, früher hätte es geheißen Penne mit Basta, aber heute ist Penne Alabaster. Und wenn passen du Sie genau auf, wenn Sie sich morgen früh um 6 ein paar Nudeln machen wollen, Penne mit Basta. Dann, so. Ich habe nur das Gefühl, wir haben jetzt falsche Öl, weil es riecht schon so kommt, das ist kein Bratöl, das ist normales Olivenöl, aber egal jetzt. Das ist egal, hier sieht man ja nur, hier schmeckt man ja nicht. Ja, genau. Ja. Ich sage nachher immer, bei jedem, der kommt. Okay, ja. Dann vielleicht könntest du hier das Fleisch. Selbstverständlich. Ja. So, das sieht nach Filet aus, ne? Das ist ein Rinderfilet. Rinderfilet. Ach so, ja, okay. Ja, normal schneidet man das ein bisschen klein, aber für dieses Gericht jetzt, ja. Ach so, dafür, wie denn? In Streifen, in Stücken? Wie du möchtest, ja, klar. Komm, egal, einfach durch. Ja. So. Noch kleiner, selbstverständlich? So, zum Beispiel, genau. So, okay, das kann der Hänsel einpacken. So, einmal links, einmal rechts. Ja, und ich. Gut oder noch kleiner? Ja, ist gut eigentlich. So. Das reicht, ist kein Hackfleisch jetzt. Ja. Ist gut. Okay, und jetzt? Okay, jetzt würde ich das da reinschmeißen, weil es schon eine blaue Dunst kommt. Das ist ganz gut. Ah, riecht schon gut. Riecht schon super. So. Kochst du zu Hause auch selber? Ja, ich koch selber. Kann man sich gar nicht vorstellen bei dir. Doch. Du stehst einfach zu Hause am Herd und kochst? Eigentlich ja, dauernd, ja. Mhm. So, und jetzt? Ich wollte so eine zweite Pfanne. Und ich muss dir sagen, in der Probe war sie noch da. Aber jetzt ist sie nicht mehr da. Und die kriegen wir auch nicht mehr. Doch, okay. Ist das nicht eine Pfanne? Nee. Da bin ich aber froh, dass die Penne schon gekocht ist. Du. Also Pfanne, ja, gut. Wir machen jetzt das, was ich bei mir im Restaurant nicht mache. Ich mache das Speck zu dem Rinderfilet, weil wir kochen im Restaurant ganz ohne Schweinefleisch. Aber okay. Ja. Okay. Ja, mach das sehr gut. Bitte? Einen anderen Topf nehmen? Einen Topf. Ach, anstelle der Pfanne. Also, du kannst einen Topf nehmen anstelle der Pfanne. Das macht meine Mutter sowas, genau. Und die wundert sich immer, warum das Fleisch nichts wird. Genau. Aha. Ja. Ja, ich weiß. Ich werde das einfach. Ja, das ist ja interessant. Du hast so viele Sachen schon gemacht in deinem Leben, ne? Also so viele verschiedene Dinger. Du hast auch schon gesungen. Was eigentlich mit dem? Oh, lecker. Zwiebeln riechen immer gut. Ja, das stimmt. Ja, mach rein, komm. Okay. Was war das? Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Du hast als Sängerin gearbeitet, als Malerin. Jetzt hast du das gemacht. Also, ja, wie fandst du das, als ich gesungen habe? Als du gesungen hast? Ja. Lustig. Ja. Ja, ich auch, ja. Wie ging das nochmal? Hast du nicht hier auch und hast hier gesungen? Nee. Wie ging das Lied nochmal, was du gesungen hast? Ich habe mehrere sogar, weißt du? Du hast mehrere Lieder? Ja. Sag mir mal einen Titel. Ja, also ich wurde mehrere Male auch in Folge hinterher nominiert von RTL, aber die haben ja Ahnung als Deutschlands schlechteste Sängerin und ich finde, das war schon okay. Das war da Wahnsinn. Nee, das fand ich nicht. Okay. Also schlechtere gibt es auf jeden Fall. Das kann man sagen. Ja? Ja. Gut. Es gibt viele bessere, aber es gibt auch schlechtere. So, gut. Wirst du hin und wieder auch denn für so Reality-Formate gefragt? Du warst, glaube ich, mal im Dschungelcamp, oder? Einen Tag war ich da und ich bin genau nach 24 Stunden freiwillig bin ich dann gegangen. Okay, ja. Das riecht auf jeden Fall lecker. Und ich habe damals wurden wegen mir noch die Verträge geändert, ne? Bei RTL? Ja, genau. Wieso? Ja, weil ich ja nach einem Tag gegangen bin und dann hieß es, irgendwie müssen wir die Verträge ändern, weil viele einfach
praktisch des Geldes wegen dann tatsächlich auch bleiben. Ach so, okay, verstehe. Ah, ja. Das war bei dir noch nicht so. Du hast direkt die Kohle bekommen und hast dann gesagt, Schissikowski, Leute. Okay. Das zeichnet eine gute Geschäftsfrau aus. Bitte? Nix. So. Sag ruhig. Ja, ist egal. Wollte ich nicht unterbrechen. Oh, nee, lecker. Ich mach das jetzt einfach. Ja, geht auch. Wir können es anders machen. Nein. Ich habe jetzt einfach die fertige Soße mitgebracht. Du bist der Koch. Ja. Ja, aber ich sag mal, warum nicht die Soße fertig, wenn deine absolut, auch schon da war? Das sieht total lecker aus. Ja, wirklich. Ja. Also, da kann man eigentlich nichts gegen Problem, sagen. Ja. Machst noch mehr rein? Ja, einfach einen ganzen Eimer reinkommen. Egal. Ja, so. Normalerweise. Und wie wird das serviert bei euch? Also, auf dem Teller? Ja, habt. Moment! Ja. Deswegen, ich habe ein Klischee vergessen. Wir müssen es scharf machen. Deswegen. Okay. Das ist aber auch wirklich bei uns. Deswegen mit. Ist das ganze Zeug innen drin oder lieber rausholen? Nee, drin lassen. Die Kerne da? So scharf ist das ja nicht. Ja. Nee, okay. Also, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht probiert, aber. Du probierst du das auch? Hinterher, ja. So, das ist ein bisschen von dem hier da rein. Genau. So, komm. Die Stücke können gar nicht dick genug sein. Rein damit. Fertig. Ja, genau. Normalerweise könnten wir auch jetzt halt einfach Tomaten, Paprika, sowas machen, aber wir haben die Soße ja fertig. Ja. Nee, aber weswegen ich eben gefragt habe, wie serviert ihr das, das war jetzt gar nicht in Bezug auf einen Teller gemeint, was natürlich klar ist, sondern es gibt ja auch so Restaurants, wo dann die Bedienungen unglaublich sexy sind und so, weißt du, die dann in kurzen Höschen und mit großen Oberweiten rumlaufen. Das gibt's auch bei dir nicht. Das ist im Preis nicht drin jetzt. Das ist nicht drin. Das ist nicht inklusive. Also es sind ganz normale flachbrüstige Frauen, auch Männer, die da servieren. Okay, verstehe. So, jetzt eigentlich ist schon fertig. Zack, zack, so schnell geht das. Super. Haben wir einen Teller? Ja, doch hier. Wichtig ist, dass es schön präsentiert ist hier. Ja. So. Deswegen nehme ich jetzt mal etwas, was man nicht geschmutzt ist. Ja. Gut. Ein Traum. So. So, also, hast du vor, daraus eine richtige Kette zu machen, deutschlandweit, europaweit? Ja, Europa Welt. Jetzt erstmal, aber auf jeden Fall Deutschland. Also ich hätte es gerne auch in Köln, aber ich warte lecker, noch kalte Nudeln, sehr lecker. Ja. Wir hatten keine Zeit mehr, weil keine andere Pfanne war nicht da, Leute. So, ein bisschen was von der Soße drauf? Ja. So, jetzt bin ich aber gespannt. Ich soll ich helfen? Die Pfanne ist ein bisschen schwer. Ja, wenn wir so ein. Ach, wir haben so ein Löffelchen da. Was denn? Ah, hier, so ein, ja, genau, so ein Soßenlöffelchen. Ja. Sehr gut. Mm. Ein Traum. Mehr krieg ich nicht. So. Ein kleines bisschen noch. Gerne. So. So, vielleicht noch zum Garnieren Paprika drauf. Und dann ist auch schon, sieht doch direkt, wunderschön aus. So, hier. Löffel? Ah ja, Parmesan. Parmesan natürlich. Aber das auch ist mit Paprika. Mag ich gerne Parmesan und Paprika. Ist lecker, Parmesan mit Paprika. Okay. Ist total lecker. Also, wir haben den Knoblauch vergessen. Das war eigentlich der wichtigste Bestandteil neben dem Rinderfilet. Aber ich sehe den gerade, deswegen fällt es mir auf. Ach da, der war schon klein gehackt. Ja. Ja, wirklich. Aber echt, würde ich sonst essen? Was ist jetzt Zufall? Ist lecker, voll lecker. Das ist gut geworden. Ne? Ja. Ich auch nicht gedacht. Ganz schlecht. Guck mal, ich habe gerade auch schon Hunger. Mhm. Bitte? Achso. Hier. Wieso ist denn da eine Torwand? Achso, unser nächster Gast, der Moderator des aktuellen Sportstudios. Wir werden heute noch auf die Torwand schießen. Dolly, vielen Dank, dass du da warst. Mhm. Also, wenn es das da gibt, dann komme ich auch mal vorbei. Gerne, bist eingeladen. Mhm. Ja. Aber kann natürlich keiner das Fleisch so schneiden, wie ich, ist klar. Aber vielen Dank, Dolly Buster, meine Damen und Herren.